Ich war ein bisschen geschockt. Ich dachte nie, dass es mich trifft. Herzlich willkommen bei der Startup Akademie der Deutschen Sporthilfe, powered by der Deutschen Kreditbank und der Wertestiftung. Ich bin Florian Breuer, der Gewinner der letztjährigen Startup Akademie, und wir werden heute einige Pitches sehen von ehemaligen Athleten und aktiven Athleten, die ihr Startup auf die nächste Ebene heben wollen. Hallo, ich bin Christian Schebitz, ich präsentiere LexAdvo. Ich bin Christine Schröder und hier ist meine Geschäftspartnerin Sabine Lantermann. Wir sind hier und stellen das Produkt Sonnenbrella vor. Hi, ich bin Robin Göritz, 20 Jahre alt und stelle heute Contract Watch vor. Hallo, wir sind Julian Merz und Stefan Schad von ImproveX. Hallo, ich bin Svenja Ziesler und ich stelle heute Hirnaktiv vor. Das ist eine App zur Demenzprävention. Ich bin Klaas, das ist Can. Wir stellen heute Train Pro vor. Ich bin Christian Hochburg und ich stelle heute Petfile vor. So, wir haben jetzt 7 Pitches gesehen von aktiven und ehemaligen Athleten, und hinter dieser Tür sitzt die Jury und tagt. Und wir schauen jetzt mal kurz rein, wie es aussieht. In diesem Moment wird auch darüber entschieden, wer bekommt die 15.000 Euro und wer hat die Zukunft, sein Startup auf die nächste Ebene zu heben. Wir als Jury gucken natürlich dann darauf, wie ausgereift ist so ein Konzept, wie viel Manpower braucht man, ist es überhaupt zu bewerkstelligen? Ja, und somit kannst du natürlich super kontrovers diskutieren. Damit ist es entschieden. Und ich mache es ganz kurz. Ich habe vergessen, wer es gewonnen hat, aber dafür gibt es ja bald eine App. Bitte. Svenja, du hast gewonnen. Das Urteil ist gefallen. Wir haben eine Gewinnerin der Startup Akademie Ausgabe Nummer 2, und zwar Svenja mit der App Hirnaktiv. Wie fühlst du dich und was geht dir durch den Kopf? Ich fühle mich super. Ich bin ein bisschen überrascht, dass die Entscheidung letztendlich auf mich gefallen ist. Es waren so viele super Ideen dabei und jeder hat sich so viel Mühe gegeben. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit Startup Akademie Ausgabe Nummer 2 von der Deutschen Sporthilfe, powered by der Deutschen Kreditbank und der Wertestiftung. Und wir sehen uns beim nächsten Jahr, wenn es wieder heißt, es wird gepitcht. Also dann, schönen Abend noch. Tschüss.